Burnout entwickelt sich leider ein bisschen zur Volkskrankheit. Ich habe einige Menschen auch in meinem privaten Umfeld kennengelernt, die Ansätze in diesem Bereich gezeigt haben und auch teilweise in einen richtigen Burnout gefallen sind. Woran liegt es? Es liegt häufig daran, dass der Körper zu wenig Energie hat für die Leistung, die er über den Tag bringen muss. Und ein häufiges Defizit, das diese Menschen haben, ist, sie trinken zu wenig. Sie trinken zu wenig klares Wasser. Und das Wasser, das sie trinken, ist auch nicht so, dass sie über dieses Wasser Leistung bekommen. Wasserstoff ist ein sehr, sehr gutes Mittel, um Burnout-Prävention zu betreiben. Einmal, weil der Körper natürlich mit Energie viel besser umgehen kann. Auch das liegt wieder an der Funktion von Wasserstoff im Bereich des oxidativen Stresses. Wenn Wasserstoff in der Zelle reagiert, löst es die Hydroxylradikale und den oxidativen Stress und dadurch ist die ATP-Produktion, also die Energieproduktion in der Zelle, verbessert oder höher. Und dadurch habe ich natürlich auch mehr Leistung und ich habe auch die Chance, nicht so schnell in ein Leistungstief zu kommen, also in eine Burnout-Situation. Burnout entsteht ja nicht plötzlich, sondern es entsteht über lange Zeit. Natürlich ist es auch sehr, sehr wichtig, genügend Regenerationsphasen zu haben, aber Wasser, genügend Wasser zu trinken und jetzt noch mit der Chance, mit Wasserstoff angereichertes Wasser zu trinken, hat man wirklich, wirklich eine Möglichkeit, den Burnout zu vermeiden.